switchen. Glaube ich, kann man das auch als einen Raum betrachten. Also quasi Wohnzimmer und Essbereich. Hingegen das da, die Küche ist dann schon wieder ein eigener Raum, weil da eine richtige Wand dazwischen liegt. Mit einer Tür. Von da an würde ich das eher als eigenen Raum bezeichnen. Also als abgetrennter Raum sozusagen. So. Da haben wir auch noch mal. So. Und hier. Warte. So. Das machen wir hier auch noch mal. So. Sehr gut. Das sieht doch schon mal schön aus. So. Die Stühle werden wir auf jeden Fall auch noch ändern. Die Stühle müssen wir auch noch. Müssen wir auch noch ändern hier. So. Passt. Gut. Jetzt brauchen wir hier noch die weiße Farbe für die Fenster. Für die Fensterrahmen. Sieht das einigermaßen gleich aus. Mit dem Wohnzimmer. Sehr gut. Das passt. So, dann machen wir hier mal die Fenster fertig. Wenn wir hier mal die Fenster reinigen, die hier dreckig sind. Hier auch noch mal. So, siehst du mal. Sehr schön. Oh, da habe ich was vergessen. Upsi, gar nicht gesehen. Gar nicht gesehen, dass ich da was übersehen habe. Hoppala. Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte schon alles durch. Aber nö, anscheinend nicht. Gut. Dann kommen hier neue Vorhänge hin. Neue Vorhänge, nämlich diese hier. Die weißen. Die kurzen. So. Und da auch noch mal. Da machen wir auch noch mal kurze Vorhänge hin. Perfekt. Den Tisch können wir eigentlich lassen. Die Stühle, ich weiß gar nicht, die Stühle sehen schon ein bisschen abgeranzt aus. Die Stühle will ich tatsächlich ersetzen wollen. Möbel, Sessel. Ich glaube, Sessel waren das, ne? Ja, genau. Sessel. Ja, die will ich auf jeden Fall ersetzen. Die sehen nicht mehr schön aus. So. Machen wir den da rein. Der kommt auch weg. Und der kommt dann so rein. Warte. Gut. Der ist natürlich nicht richtig drinnen. So, jetzt aber, ne? Jetzt müssten die sich in der Mitte eigentlich treffen. Warte. Ah ja, fast. Fast. Die treffen sich fast in der Mitte. Ja. Aber ich sag mal so, das passt schon. Das passt schon. So. Einmal den hier noch ersetzen.
Mit so einem Stuhl hier. So. Der kommt richtig schön reingeschoben. Und da auch nochmal. Richtig schön reinschieben. Genau so. So, dann haben wir hier nämlich 4 Stühle. Und das passt. So, perfekt. Also, Esszimmerbereich und Küche, also und Wohnzimmerbereich sind hier fertig. Mit Kuckucksuhr sogar. Nice. Mit Kuckucksuhr. So eine Kuckucksuhr hatte ich tatsächlich auch schon mal. Die, oh, hoppala. Da fehlt noch was. Gar nicht gesehen, dass da noch Fußboden fehlt. So. Ja. Was wollte ich sagen? Genau. Kuckucksuhr. Ich hatte tatsächlich zu Weihnachten, habe ich auch schon mal eine Kuckucksuhr bekommen. Die habe ich sogar immer noch. Nur, ich weiß momentan nicht, wo ich die hinhängen soll. Ich habe die noch nicht aufgehangen. Die ist bei mir noch irgendwo in einer Lade drin. Aber ich muss die definitiv mal aufhängen. Weil ganz ehrlich, eine Kuckucksuhr zu haben, das ist das Tollste, was du haben kannst. Zwar altmodisch, aber ich mag so altmodische Retro-Sachen. Ich mag das. Vor allem Kuckucksuhren findest du heutzutage nicht mehr so oft. Wenn wahrscheinlich nur im Urlaub, aber da so im Inland, also ich weiß nicht, wie es momentan in Deutschland aussieht, aber in Österreich findet man solche Kuckucksuhren eigentlich nur mehr recht selten. Also in Möbelläden vielleicht unter Umständen 1-2 Stück, aber das war es dann auch schon. Also findest du nicht mehr so oft. Aber wie es in Deutschland aussieht, weiß ich halt nicht. Vielleicht kriegt man in Deutschland noch mehr zu kaufen, aber bei uns hierzulande nicht mehr so viele tatsächlich. Schade eigentlich, die kriegt man meistens nur mehr im Urlaub. So, aber im Urlaub wird es halt schwierig, ne? Weil das, wenn das beim Zoll landet und so, ne? Ich meine, gut, was soll da großartig sein? Aber trotzdem, ne? Weiß ich nicht. Man darf, glaube ich, nicht zu große Gegenstände importieren. Es ist halt schwierig, ne? So, die Tür hier. Die Tür könnte auf jeden Fall erneuert. Die werden wir mal erneuern durch so eine Tür hier. So, dann kommt die da schon mal rein. So, was haben wir denn hier Feines? Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Räume. Machen wir erstmal den Raum hier. Oh. Der ist recht klein, der Raum. Der ist recht klein. Da können wir schon mal ein neues Bett einbauen. Ein neues Bettchen. Helles Bett Tiere. Wow. Helles Bett Tiere. Rahmen? Nein. Bettbezug. Kissen. Naja, das ist eher so ein kleines Kinderbett, würde ich mal sagen. Das ist ein Kinderbett, das will keiner haben. Man weiß nicht, wer hier schlafen soll. Deswegen haue ich mal wieder so ein Erwachsenen-Einzelbett rein. So. Wie kriegen wir das denn? Okay. So. So geht's rein. Ja, Eine Rollo finde ich nicht schlecht. Kann man machen. Aber ich würde statt so einer Rollo, würde ich tatsächlich... Warte mal, wo haben wir denn sowas? Da! Eine Jalousie. Ich würde tatsächlich eine Jalousie einbauen. Dann würde ich tatsächlich erstmal eine Jalousie einbauen. Aber erst später. Weil ich finde, bei einer Jalousie, die kannst du ja auch zumachen. Und ich habe auch Jalousien. Von daher will ich da eher mal so eine Jalousie als wie so eine undurchsichtige Raffrollo drauf tun. Ich glaube, so eine Jalousie sieht besser aus. So, was haben wir denn hier Feines? Oh. So, eine einzelne Bücher, die hier aufgestapelt sind. Bücher können wir aber nicht stapeln, oder?
Bücher kann man, glaube ich, nicht stapeln. Das wäre, glaube ich, das geht nicht. Glaube ich zumindest. Dekoration. Fotos, Gemälde, Pflanzen. Hey, warte mal. Zubehör. Bücher, so hier. Kann man, glaube ich. Nee. Nee, man kann's nur drehen. Ach, dreh das Buch vertikal. Vertikal. Dreh das Buch vertikal. Ja, hallo. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Vertikal drehen. Tatsächlich, man kann das vertikal drehen. Alter, wie geil ist das denn? Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ja, schön. Da können wir hier schön fett, hier, ne? Bücher und so reinstellen. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die Bücher kann man immer nur legen. Hopsi. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, nice. So, okay. Aber erstmal kommt hier ein neuer Schrank rein. Weil der Schrank ist auch schon komplett veraltet und komplett verranzt. Da muss definitiv ein neuer Schrank rein. Das hier, ne? Das war so ein Schrank. Ja, ich glaube, so ein Schrank war's. So. Machen wir so einen Schrank rein. Passt. So, dann tun wir hier schon mal das Ding ist wieder rein. So, und dann, Freunde, dann geht's aber richtig ab, du. Dann geht's richtig ab. So. Erstmal vertikal. So. Dann werden wir das hier schön hinstellen. So. Okay. So, dann. Nein. Zubehör. Bücher. So, dann machen wir hier mal so was hin. So. Zack. Ja, sieh mal an, wie schön das jetzt aussieht. Holla, die Waldfee. Das wird ja immer besser. So. Ist zwar eine Friemelarbeit tatsächlich. Aber die graue Katze. Oh, klingt auch gut. Ist zwar eine richtige Friemelarbeit hier. Aber trotzdem muss ich sagen. Ich glaube, das eine Buch hier ist tatsächlich. So. Genau. Jetzt sind alle drei nämlich hier schön in einer Reihe. So, ein Buch nehmen wir noch. Cyberdrifter, nee. Buchen Sie schnell lecker, lecker, lecker. Arizona River? Der Schurke von Arizona. Ja, komm, das nehmen wir noch dazu. Das nehmen wir noch dazu. Das ist das Letzte, was wir jetzt einbauen. So.
Okay. Das ist doch noch nicht ordnungsgemäß. So. Ja, sehr schön. Na, guck mal. So, die stehen da, glaube ich, zwar nicht ganz an der Wand dran, aber im Grunde, ja. Im Grunde kann man es trotzdem lassen, ne? Kann es trotzdem lassen. Glaube ich zumindest. Weiß ich nicht. Okay, vielleicht doch nochmal ein bisschen. Ja, das passt. Das passt. Das kann man so lassen. Das geht schon. So. So ganz ordentlich muss es ja nie sein, ne? Aber ich sag halt nur. So. Gut. Das Büchlein. Das tun wir uns dann. Oh, Leute. Das steht sogar noch. So. Das tun wir mal dahin. Warte, so. So. Passt. Der Stuhl kommt auf jeden Fall weg. Zack. Der sieht nämlich altmodisch aus. Oh mein Gott, da sind auch noch Bücher drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher. So. Die Kästen kann man eigentlich lassen. So, okay. Jetzt kaufe da erstmal wieder ein neues Schränkchen. So, das ist nämlich so eins hier, glaube ich. Ja, genau, das ist so eins. Das passt. Warte, weg damit. Das kommt da rein. So. Und das hier kommt auch wieder weg. Stattdessen kommt wieder so eins rein. Sehr schön. Passt. Dann können wir das da reinstellen. Das da kommt dahin. Und das können wir. Nein. So draufstellen. Genau, das passt. So. Dann machen wir hier noch. Hoppla. Zubehör, Bücher. Machen wir so ein rotes Buch rein. So, nein. Schön, dass der Buchrücken hier so zu sehen ist. So. Perfekt. Dann machen wir hier noch ein blaues. Auch das wird gedreht. Ja, das Rote ist zwar ein bisschen größer, weil sie wurst. So. Passt. So, haben wir da drei Bücher gelegt. So. Und das hier. Nein. Das machen wir so. So. Das kommt wieder dahin. In die Ecke. Und das hier kommt dahin. So. Machen wir hier noch einen Stuhl. Möbel, Stühle. Was nehmen wir denn da für einen Stuhl überhaupt? Wollen wir da einen Bürostuhl reinbauen oder einen ganz normalen Stuhl?